Weltweit hat die Ausbeutung und die Belastung unseres Planeten maßlose Züge angenommen. Und eins muss klar sein, Umweltschutz, Naturschutz und auch die Herausforderung des Klimawandels, die Bewahrung der Schöpfung, können nur im internationalen Maßstab gelöst werden. Jedes Land muss seinen Beitrag leisten. Wir können nicht auf andere zeigen und sagen, macht ihr mal, sondern wir müssen auch aktiv werden, dass die anderen auch aktiv werden. Wir haben internationale Verpflichtungen, sind internationale Verpflichtungen eingegangen. Und deswegen ist klar, dass Deutschland auch seinen Beitrag leisten muss als starkes Industrieland. Und wir haben uns entschieden, bis zum Jahre 2038 aus der Kohleverstromung auszusteigen. Das ist ein erhebliches Ziel, was wir haben, was uns auch noch vor große Herausforderungen stellen wird. Denn immerhin ein Drittel unserer Stromversorgung kommt aus der Kohle. Und hier haben wir eine gewaltige Aufgabe vor uns. Das ist in der Tat eines der größten technologischen und finanziellen Herausforderungen, die wir in Deutschland hatten. Das ist eine Operation am offenen Herzen und deswegen müssen wir das ganz klar parallel begleiten in einem festgelegten Monitoring mit festen Checkpoints, dass die Versorgungssicherheit gewährleistet werden kann. Denn eins ist klar, wir haben als Energiealternativen Gas. Gas ist aber relativ teuer und muss importiert werden. Und zum anderen stehen die Erneuerbaren zur Verfügung, also wie Sonne und Windstrom, allerdings nicht unbegrenzt, sondern Sonne nur zu 900 Stunden im Jahr. Und Windstrom an Land ungefähr 2000 Stunden im Jahr. Wir brauchen aber 8760 Stunden. Und da sieht man schon, welche Herausforderungen wir haben, dass die Versorgungssicherheit trotzdem gewährleistet werden kann. Wir müssen hier faktenbasiert arbeiten, nicht zu sehr emotional. Denn wenn wir blinden Aktionismus machen, dann wird uns am Ende das Projekt nicht gelingen. Für uns ist klar, dass noch mehr verankert werden muss, dass Deutschland ein Industrieland bleibt. Das geht natürlich nur mit der Versorgungssicherheit. Das muss für uns die Agenda sein. Und zum anderen, dass unsere Stromkunden und die deutsche Wirtschaft nicht weiter zusätzlich finanziell belastet werden. Wir brauchen ja eine Strompreiskompensation. Deutschland steht im internationalen harten Wettbewerb. Wir sind Exportweltmeister. Und deswegen brauchen wir hier klare Regeln, dass es nicht teurer wird, dass wir im Wettbewerb bestehen können. Darüber hinaus muss aber auch vieles vereinfacht werden, entbürokratisiert werden, zum Beispiel eine steuerliche Sonderabschreibungsmöglichkeit für Unternehmen, dass wenn sie investieren in neue Technologien, dass das unbürokratischer erfolgt. Und eins ist auch ganz klar, der Strukturwandel in den Kohleregionen darf nicht dazu führen, dass es eine, wie in Ostdeutschland, eine zweite Deindustrialisierungswelle gibt, sondern hier müssen wir aufpassen, dass wir nach wie vor noch wettbewerbsfähig sind und dass die Kohleregionen nicht zu sehr darunter leiden. Darüber hinaus sind noch viele kleinere Punkte wie die Kraft-Wärme-Kopplung, die wir besser regeln müssen, dass am Ende wirklich gute Maßnahmen auch greifen, dass das Projekt auch gelingt.